Hallo, willkommen zurück. Wir machen heute richtig gute Topfenknödel mit einem Erdbeermousse und ich zeige euch gleich, was wir da alles brauchen. Und zwar habe ich hier einmal Eier. Wir brauchen 3 Eier, ein ganzes Ei, 2 Eigelb. Wir haben hier Topfen, in Deutschland Quark, 500 Gramm. Dann haben wir Semmelbröseln. Wir haben Puderzucker oder Staubzucker und ein bisschen Butter. Dann finde ich ganz wichtig Zitronenabrieb. Ich habe jetzt hier so eine wunderschöne Zitrone. Und die Erdbeeren. Und das machen wir dann als kleines Kompott-Mousse. Und natürlich nachher noch mal ein bisschen mehr Semmelbröseln, Butter und Staubzucker für die Semmelbröseln, die dann noch auf die Topfenknödel kommen. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das machen. Super einfach und ratzfatz geht das. Also zuallererst gebe ich den Topfen in eine Schüssel und da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass das Wasser, das in der Verpackung ist, das lasst ihr ein bisschen abtropfen, damit es nicht zu feucht ist. Zack, dann kommen die Semmelbrösel rein. Die machen das Ganze auch luftig und die saugen auch noch ein bisschen was von der Flüssigkeit auf. Dann Staubzucker. So, dann die weiche Butter kommt rein. Und jetzt trenne ich 2 Eier. Da kommt nur das Eigelb rein. Und dann kommt noch ein ganzes Ei rein. Und zum Schluss noch der Zitronenabrieb. Und ich finde den Zitronenabrieb richtig wichtig, weil das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Frische. Perfekt. Und jetzt nehme ich meinen Gummihund und mix das Gröbste schon mal vor und dann kommt meine Hand ins Spiel und mischt das ordentlich durch. Perfekt. Und jetzt kommt die ganze Geschichte für 1-2 Stunden in den Kühlschrank, was ich auch immer gerne mache. Ich mache diesen Teig am Abend, bevor ich Topfenknödel machen will. Und wie ihr gesehen habt, das dauert keine 5 Minuten. Ne? Und dann habt ihr den Teig fertig, der ist schon schön durchgezogen. Und dann sehen wir uns in so 1,5 Stunden wieder. Dazwischen mache ich die Hauptspeise. Heute gibt es Fisch mit Spargel. Ich verlinke euch das hier irgendwo. Hier. So, also der Teig ist jetzt seit so circa 1 Stunde im Kühlschrank. Und ich kümmere mich jetzt um das Kompott. Gerade ist Erdbeerzeit und die sind so schön frisch und gut und süß, deswegen will ich sie ungern kochen. Ihr könnt sie natürlich auch kochen. Wenn ihr dieses Video im Winter anschaut, dann nehmt einfach tiefgefrorene Erdbeeren und kocht die mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Zucker auf und dann könnt ihr das mixen. Oder ihr mixt sie einfach roh, das geht auch. Aber ich tue sie jetzt einmal waschen und dann schneide ich sie in kleine Würfeln. Und dann kommt ein bisschen Zitronensaft dazu und wirklich ein Teelöffel Zucker, nicht zu viel, weil die sind schon wirklich sehr süß und ich finde es immer ein bisschen schade. Und vor allem sind die Topfenknödel natürlich auch süß. Dann machen wir jetzt auch noch Semmelbröseln. Und zwar schmelze ich da in der Pfanne ein bisschen Butter und dann kommen die Semmelbröseln dazu. Und Staubzucker, ihr könnt natürlich auch normalen Zucker nehmen. Und das wird dann bei niedriger bis mittlerer Hitze schön angeröstet. Ich will, dass sie schön goldbraun sind. Da müsst ihr aufpassen, ehrlich, also Semmelbröseln sind mir schon so oft angebrannt. Auch im Restaurant, so, wenn man dann so Massen macht und die kurz vergisst. Also bleibt dabei. Und schaut einfach, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Dann kann man das ganz gemütlich machen. So, perfekt. Jetzt haben wir alle restlichen Komponenten fertig. Und jetzt stelle ich ein Wasser auf. Da kommt ein bisschen Salz dazu. Und das lasse ich jetzt zum Siedepunkt bringen. Und in der Zwischenzeit hole ich mir die Topfenknödeln raus. Oder den Teig. Schaut mal, perfekt. Der Teig ist super schön geworden. Jetzt nehme ich mir einen Eisportionierer und portioniere mir so die Topfenknödel, weil dann wären sie alle circa gleich groß. Dann schön rollen
Und da ist der Trick, ihr nehmt den Daumen und den kleinen Finger und rollt die Knödeln so ein, dass es eine schöne Kugel wird. Ja? So, das Wasser siedet jetzt. Es soll nicht kochen, sondern nur so leicht blubbern. Und da lasse ich jetzt die Knödeln circa 15 Minuten sieden. Und wenn die oben schwimmen, dann wisst ihr, dass sie fertig sind. Ich kann euch mal einen Tipp geben, bis die jetzt fertig sind. Was wir oft gemacht haben, vor allem auch im Restaurant, eine Riesenmasse gemacht einmal in der Woche und die dann tiefgefroren. Und dann hat man immer frische, selbstgemachte Topfenknödeln. Die dauern dann im Topf ein bisschen länger, also so 20 Minuten, 25 Minuten. Aber dann habt ihr einfach immer eine richtig köstlich selbstgemachte Mehlspeise zur Hand, wenn ihr mal unerwartet Gäste habt. Oder ihr wisst, ihr macht ein Abendessen in einer Woche und wollt schon mal vorbereiten, sodass ihr überhaupt gar keinen Stress habt dann am Tag selber. Passt nur auf, dass wenn ihr sie einfriert, dass ihr genug Platz lasst zwischen den Knödeln. Friert die so ein und dann kann man sie zusammenschmeißen in einem Gefrierbeutel. Aber ansonsten würden sie zusammenbicken und das wäre nicht so gut. Also nur beim Einfrieren Platz lassen und dann sollte das kein Problem sein. Okay, jetzt köcheln die schon da oben. Schaut mal, die schwimmen schon richtig schön. Und was auch wichtig ist, nicht zu viele in einen Topf geben, weil sonst bicken sie dann auch zusammen. Und jetzt werde ich sie wenden in den Semmelbrösel. Also ich hole sie mir raus. Semmelbrösel. Und dann kann ich anrichten. Ich nehme mir hier einen Teller. Da kommt ein bisschen was vom Erdbeeren drauf. Und auf die lege ich jetzt meine Knödeln. Dann kommt noch ein bisschen was von den buttrigen Semmelbröseln. Und zum Schluss als Dekoration natürlich noch ein bisschen Staubzucker. Und fertig sind sie! Topfenknödeln. Köstlich. Ich finde, sie schauen so schön aus. Ich liebe das. Und probieren wir mal, oder? Ich mache so, dann seht ihr. Oh, Deluxe! Also diese luftigen Knödeln mit den frischen Erdbeeren, mit diesem bisschen Zitrone und die sind wirklich nicht süß. Ich habe da ein Viertel Teelöffel Zucker dazu gegeben. Okay, vielleicht einen halben. Aber es ist nicht süß und mit dem buttrigen Semmelbrösel, die den Crunch geben. Ich liebe einfach Topfenknödel. Meine Großmutter hat uns immer gemacht. Zwar ein bisschen anders, aber ich finde Knödel einfach so was Gutes. Macht es unbedingt nach. Ihr findet unten das Rezept, wie immer. Ihr findet auch einen Link zu meinem Blog, wo ihr alle meine Rezepte gebündelt auch nochmal findet. Und einen Link zu meinem Instagram und folgt mir. Abonniert den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das Video und das Rezept gefallen hat. Könnt mir gerne schreiben, was für Rezepte ihr euch sonst noch so wünscht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Servus! Arrivederci! Ciao!